2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dies ist die Grundfläche der Baumfarm. Haben wir noch Fragen? Die ist schon fett. Interessant finde ich, dass die Ausmaße meiner Baumfarm entsprechen. Ach, das findest du interessant. Mhm. Ja, da ist jetzt natürlich die Überlegung, warum ist das so? Amerikanische Forscher haben herausgefunden, dass ich diese Kenntnisse von dir erworben habe. Eine Nacktschnecke. Eine Nacktschnecke? Ist die auch so schnell wie die andere in der 100er Spezialfolge? Ja. Dann ist es eine Nacktschnecke auf Ecstasy. So, und jetzt haben wir hier natürlich einen Haufen Geschrapel. Ja, genau. Ich habe natürlich in meiner unendlichen Schleue meine Schaufeln alle in die To-Do-Kiste gelegt. Und so schlage ich jetzt mit einem Eichensetzling die Erde kaputt. Aua! Voll aufs Knie. Boing, boing, boing. Boing, 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 zack. Nehmen wir doch mal Schaufeln mit. Nehmen wir doch mal Spitzhacken mit. Und hören uns diesen wunderschönen Höhlensound an. So, was wir auf jeden Fall brauchen. Eine Eisenspitzhacke. Und eine Schaufel. Was wir aber vorher kaputt klopfen werden, ist die Steinspitzhacke. So, die ist schon mal in the ass. So, hier ist dann Schicht. Schwenk, 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 schwenk. Muss ich jetzt doch nochmal darauf? Na gut, dann gehen wir nochmal darauf. Höpse, 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 höpse. Ich finde das gut mit diesem Mouse Creatures Mod erhöhen sich die Vanilla Spawnraten auch. Da sehe ich, dass dann plötzlich wieder Tiere spawnen. Das hat was. So, bevor dann die Frage kommt, was wir hier oder was ich hier mache, ich baue Scheiße. Nein, ich baue ein, ja, Loch, wenn man so will, wo wir dann später Wasser reinkippen, damit der Baum immer fleißig bewässert ist. Ja, und dann drumrum kann man ja da noch ein bisschen Licht anbringen.
Vielleicht hat der TK später noch eine Idee, die Effizienz besser zu machen. Aber mit dem Verfahren bin ich bisher gut gefahren. Und wenn die Bäumchen vernünftig beleuchtet sind, gibt's da auch Tag und Nacht Frischholz, wenn man so will. So, Holz hat er gehackt. Die Birken hat er abgemetert und hat nicht Bescheid gesagt. Ich erinnere mich noch, in der Folge 99 oder 98 habe ich mich noch gefreut, dass unser Birkenwäldchen wächst und gedeiht. Was macht der TK? Kommt hierher und macht's kaputt. So, und damit wir diesmal nicht durcheinander kommen, weil das ist mir auch schon mal passiert, dass ich schwer durcheinander gekommen bin. Legen wir doch gleich die Erde da rein. Sonst sieht es doch designtechnisch nicht wirklich gut aus und das möchte ja keiner. Zing, zing. So sieht das doch schon schöner aus. Ich habe die Bäume eigentlich auch nur weggerupft, weil die so ein bisschen zu weit in die Baumfarben reingeragt haben. Ja. Ach so, okay. Na dann ist das doch alles entschuldigt, TK. Dann ist das doch entschuldigt. Licht, Plank. Und davon abgesehen, wir haben bald 64 Bäume hier stehen. Das stimmt. Die Baumfarm sieht vor, von jeder der vier Kernsorten jeweils 16 Stück. Zack, 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 zack. Ich überlege gerade, ob ich unseren TK daran erinnere, wenn er sich nachher aus dem Game ausloggt, falls er sich denn schon vorher ausloggt oder so, oder am Aufnahmeende, dass er die Ultimate Fist bitte in irgendeine Kiste packt. Weil sonst verschwindet er und dann lacht er mich dann einen Tag später aus. Hahaha, ich hab's, ich hab's. Dann geh mal weg. Zack. Was haben wir denn noch? Die News-Ticker dieser Welt verraten mir heute nicht wirklich was Neues. Außer Boulevardpresse. Und das muss ja nicht sein. Wie zum Beispiel Boris Becker pokert um eine 500.000. Ja, kann man in eine Zeitung schreiben. Muss man aber nicht. Ja, und ich überlege mir gerade, ob es sinnvoll ist, so ein Thema zu diskutieren. Ich meine, gut, okay, eine Frage stellt sich mir da schon. Er pokert um 500.000. Was? 500.000 Euro? Das wäre ja dann Unterhalt, wenn ich mich nicht irre. Oder pokert er vielleicht um 500.000 Besenkammern? Entschuldigung, der musste sein. Ich weiß, der war geschmacklos. Ich kann das nicht gutheißen und distanziere mich auch von diesen geschmacklosen Witzen gegenüber Boris Becker. Ja. Aber dann gibt's noch eine News, die mich sehr erfreut hat. Die Schweizer haben gesprochen.
Ja, was die überzogenen Managergehälter betrifft. Ja. Das habe ich sehr mit Freude zur Kenntnis genommen. Ja, das finde ich in Ordnung. Was ich auch zur Kenntnis genommen habe, war jetzt in den News der letzten Woche drin. Der Bundesrat hätte wohl einen flächendeckenden Mindestlohn durchgewunken. Das ist insofern keine verkehrte Idee, weil man da ja dann doch ein bisschen was mit erreichen kann. Andererseits muss das natürlich auch der Bundestag noch zustimmen und spätestens da dürfte es dann vielleicht eng werden. Mhm. Denn da gibt es noch zu viele Sesselpupser in den eigenen Reihen. Entschuldigung, das ist politisch inkorrekt, ich weiß, aber es gibt da zu viele Leute, die das versuchen zu verhindern, weil sie Angst haben, dass ihnen ihr Gewinn flöten geht. Das ist leider noch viel zu häufig. Ich persönlich bin stark dafür, einen vernünftigen Mindestlohn einzuführen von Minimum 8,50 Euro, flächendeckend, auch branchenübergreifend. Bin ich dafür, weil die Gewinnmargen, die die großen Unternehmen haben, fangen das locker auf. Und es tut einem Manager nicht weh, wenn er von seinen, was habe ich jetzt gehört, da gab es einen, der hat 58 Millionen Euro pro Jahr an Einkommen. Das tut dem nicht weh. Das tut dem ganz sicher nicht weh, wenn er da eine Million weniger hat. Was will man mit so viel Kohle, ehrlich gesagt? Ja, mir fiele eigentlich nur ein, vernünftiges Studio neues aufzubauen oder, naja gut, wir haben ja ein vernünftiges Studio, aber vielleicht eine andere Studio-Location, wo man es vernünftig unterbringen könnte oder. Ja. Was fiel mir noch ein? Vernünftige Aufnahmetechnik für sämtliche Videoprojekte, die das T&M Soundteam fährt. Oder in Planung hat. Das fiele mir ein, aber hey, wenn ich dafür 58 Millionen Euro ausgeben würde, dann hätte ich das fetteste Studio ever da stehen und ich wäre immer noch nicht pleite. Das wollte ich damit sagen. Ich würde dann hergehen müssen und dieses Studio komplett mit goldenen Böden auslegen lassen müssen. Aber nicht Goldimitat und auch nicht Blattgold, sondern ich würde Goldblöcke einsetzen, wie in Minecraft. Dann könnte es unter Umständen teuer werden. Das war das Politische. Boris Becker hatten wir ja jetzt mit seinen mit seiner halben Million Besenkammer-Pokerwette, wie auch immer. Was haben wir noch? Ach, die Scorpions haben dem Neurocker Heino eine Lederjacke versprochen. Jetzt kriegt er keine. Die Scorpions lassen ihn im Stich. Oh, das tut mir jetzt unsagbar leid. Meine, Hut ab, dass der Mann nochmal mit so einem Musikstil sich nochmal in die Albumcharts quetscht und dann auch noch auf Platz 1. Das ist völlig in Ordnung, aber wenn ich mir die heutige Musikwelt so anschaue, gerade in unseren Regionen, muss ich sagen, es ist keine Kunst mehr, sich in den Charts auf Platz 1 zu platzieren. Wenn man denn, ja, wenn man dem Geschmack des Mainstreams trifft, ja gut. Ich will da natürlich nicht den Mainstream angreifen, weil ich jetzt hergehe, boah, du Mainstream-Opfer, dann heißt es dann später, ja, du Anti-Mainstream-Opfer, das muss jetzt keiner haben. Wir mit unserer Musik aus dem T&M Soundteam treffen definitiv nicht den heutigen Mainstream. Das ist der Grund, warum wir uns auch nicht in den Charts platzieren. Obwohl ich dazu sagen muss, einige unserer Titel sind wirklich nicht von schlechten Eltern. Natürlich nicht, sie sind ja auch von uns. So, Werbetrommel in eigene Sache gerührt. Und jetzt ist mir die Schaufel zerschaufelt. Ba ba da ba ba da 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 da. Klang.